Ich suchte nach einem Mann, der unfähig zur Intimität mit Frauen war. Darum wurde ich Krankenschwester und bekam einen Job bei einem Urologen. Ich hatte seit Jahren Kandidaten überprüft, bis ich den perfekten fand. David Smear war vollkommen ruhig, also schlug ich vor, einander besser kennenzulernen. Bei unserem Date fragte ich ihn direkt, seit wann es nicht mehr funktionierte. David war es unangenehm, aber trotzdem gab er zu, seine Segel hatten seit 18 Jahren keine Kraft erlangt. Es war perfekt. Und ich schlug eine platonische Beziehung vor. Es stört mich nicht, aber wieso will eine so schöne Frau mit jemandem wie mir zusammen sein? David hatte den Verdacht, dass ich auf Frauen stand. Aber ich versicherte ihm sofort, dass ich Männer attraktiv fand und nicht asexuell oder jungfräulich war. Körperliche Freuden behindern einfach tiefere Gefühle. Ihm gefiel meine Antwort. Ich weiß, wie man zeit- und berührungslos lebt. Wir begannen zu daten und David entpuppte sich als wahrer Romantiker. Er wollte nichts mehr als eine Umarmung. Bis auf einen Tag. David hatte eine besondere Überraschung für mich. Schatz, komm her. Zeit zum Entspannen. Ich hatte Angst, dass er körperlich intim werden wollte. Nichts Fleischliches, nur Romantik und ein aromatisches Bad. Aber ich glaubte ihm nicht. Und anstatt zuzustimmen, verließ ich das Badezimmer in Tränen. Ich erklärte David, dass niemand mich sehen sollte, ohne meine Kleidung. Glücklicherweise fragte er mich nichts weiteres. Er entschuldigte sich nur und akzeptierte mich, wie ich war. Doch später fing er wieder mit dem Thema Intimität an. David gab mir ein Buch, Geheimnisse der perfekten Familie. Es gab da einen Teil über Kinder, der mich verwirrte. Es ist zu früh für uns, um an Adoption zu denken. Meine Reaktion störte ihn sehr. Wollte er wirklich Kinder haben? Am nächsten Tag dachte ich zum ersten Mal drüber nach und realisierte, dass ich David liebte und wünschte mir eine Familie mit ihm. Ich kochte ein leckeres Essen und schlich in sein Haus, während er arbeitete. Doch ich hatte keine Zeit für eine Überraschung, denn ich sah Kondome neben seinem Bett. Genau wie das kleine Kleid einer Frau. Das kam mir seltsam vor. Und ich beschloss, alles sofort herauszufinden. Er lehnte meine Anrufe ab und schrieb mir: Super beschäftigt. Kann dich heute nicht treffen. Kondome? Frauenkleider? Dringende Geschäfte? Es war alles sehr verdächtig. Ich ging zu Davids Büro, um zu sehen, ob er mich betrog. Und sah ihn mit einer Frau. Sie sah kaum wie 18 aus. Vielleicht
war er körperlich nicht von älteren Frauen angezogen, weil sein Hirn sich mehr für Jüngere interessierte. Ich wollte David auf frischer Tat ertappen. Also folgte ich ihm zum Auto. Ich war sicher, dass er sie nach Hause bringen würde. Aber er fuhr dran vorbei und hielt neben dem Friedhof. Es schien, als wollte das Paar allein sein. Aber ich unterbrach sie. Ist sie wenigstens 16? David war sprachlos. Hatte er nicht erwartet, dass ich es herausfand? Ich bin eigentlich 18. Daddy, was ist los? Dein Sugar Daddy hat das hier vergessen. Er versuchte, sich zu rechtfertigen. Aber ich wollte mir nicht noch eine Lüge anhören und ging. Seitdem trafen wir uns nicht mehr. Aber eines Tages klopfte jemand an meiner Tür. Es war Davids junge Freundin. Ich wollte nicht aufmachen, aber ihre Worte schockierten mich. Ich bin nicht seine Geliebte. Ich bin seine Tochter. Das Mädchen zeigte mir eine vertraute Schachtel Kondome und sagte, David hatte sie ihr für ihr Medizinstudium gekauft. Und das Kleid, das du in seiner Wohnung gesehen hast, ist meins. Komm mit mir mit und ich beantworte dir alle weiteren Fragen. Mir war die Wahrheit wichtig, also stimmte ich zu. Wir kamen am Friedhof an. Und auf einem der Gräber erkannte ich einen Blumenstrauß. Wir haben an dem Tag meine Mutter besucht. Ich schämte mich. Wie sich herausstellte, konnte David keine Geliebte haben. Die letzte Frau, die er geliebt hatte, starb 18 Jahre zuvor, während der Geburt. Da er seine Frau verloren hatte, hatte er Angst, andere Frauen zu verletzen. Darum fühlte er ihnen gegenüber keine Anziehung. Aber alles hat sich geändert, als Dad dich getroffen hat. Du hast ihn nicht um etwas gebeten, das er nicht geben konnte. David hatte sogar überlegt, mich seiner Tochter vorzustellen. Aber er zögerte, wegen meiner Reaktion auf Kinder. Ich war schockiert und fand keine Worte. Also riss ich stumm eine Seite meines Kalenders aus und schrieb David eine Notiz. An diesem Abend wartete ich zu Hause auf ihn. Und zum ersten Mal tat ich, wovor ich seit 10 Jahren Angst hatte. Ich zeigte jemandem meinen Körper. Dünn, knochig und mit einer langen Narbe am Bauch. Ich hatte Angst, mit Männern intim zu sein, weil ich mich als Monster gesehen habe. Ich war mal verheiratet gewesen und mein Mann brauchte eine Nierentransplantation. Ich war seine Spenderin. Doch danach veränderte sich mein Körper. Ich erregte ihn nicht mehr. Anstatt dankbar zu sein, verspottete er mich. Später ließ er mich sitzen. Also beschloss ich, niemandem mehr meinen Körper zu zeigen. Aber ich bin bereit, dir zu vertrauen. Denn du weißt besser als die meisten anderen, wie es ist, mit einem Geist der Vergangenheit zu leben. Und wieder hatte ich mich bei David nicht geirrt. Du bist die schönste Frau der Welt. Wir gaben unserer Beziehung eine zweite Chance. Aber ohne weitere Geheimnisse.
Zudem schafften wir es, nachdem wir die Traumata mit einem Psychologen aufarbeiteten, eine glückliche Familie zu kreieren. Denk dran, die Geister der Vergangenheit nicht deine Gegenwart ruinieren zu lassen.